Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 16. Lesung des wunderbaren Buches von James Atkin Wiley aus 1853, Das Doppelgesicht des Papsttums. Das Papsttum, das mit gespaltener Zunge spricht, das zwei Gesichter hat, eins nach außen und eins nach innen, das ist eigentlich ein Kennmerk oder ein Merkmal, sagt man im Deutschen, glaube ich, besser, ein Merkmal für eine Geheimgesellschaft. Wusstet ihr eigentlich, dass die römisch-katholische Kirche die größte Geheimgesellschaft auf dieser Erde ist? Sie hatten nämlich eine äußere Lehre und eine innere Lehre, das heißt eine Lehre für den Laien, und sie nennt die Leute dann auch noch Laien, die nicht im Klerus sind, und sie hat eine Lehre für die Eingeweihten. Und das ist ein ganz besonderes Merkmal für eine Geheimgesellschaft. Die römisch-katholische Kirche ist die größte Geheimgesellschaft auf dieser Erde. Nun muss ich euch doch mal eben eine Frage stellen. Die römisch-katholische Kirche behauptet von sich selbst, die einzige wahre apostolische Kirche Jesu Christi auf dieser Erde zu verkörpern. Wenn dem dann so ist, dann muss diese Kirche ja auch die Charakterzüge Jesu Christi widerspiegeln, nicht wahr? Gut, wenn wir uns darüber einig sind, dann könnt ihr mir ja vielleicht erklären, wo Jesus Christus jemals irgendetwas im Verborgenen getan hat. Ich glaube, da werdet ihr euch die Zähne ausbeißen, wenn ihr probieren wollt, mir irgendwie anhand der Schrift zu beweisen, dass Jesus Christus etwas im Verborgenen getan hat. Oh, er hat seinen Jüngern gesagt, da seid ihr jetzt noch nicht klar für, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das ist richtig, weil sie da noch nicht bereit für waren. Weil sie da noch nicht gelehrt genug für waren, aber er hat nichts im Geheimen getan. Er hatte keine verborgene Lehre. Das Evangelium ist eine offene Lehre, jedem zugänglich. Nachlesbar in seinem Wort, im Evangelium des Matthäus, des Markus, des Lukas und des Johannes. Ja? Alle Schriften in der Bibel, alle 66 Bücher, sind für jeden zugänglich, und lesbar. Naja, jeden zugänglich. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Wenn man sich bemüht, dann kann man heutzutage immer eine Bibel in die Hände bekommen. Das ist auch ein Thema, wo wir gleich noch mal ein wenig in der Lesung drauf eingehen werden. Jesus Christus hat also nichts im Verborgenen getan. Alles war öffentlich. Die römisch-katholische Kirche aber hat eine offene und eine verborgene Lehre. Sie sagt den Leuten, kommt zu uns in die Messe, und nehmt teil an dem Abendmahl. Und sie sagt den Leuten nicht, dass sie dabei eigentlich an einem Opferritual teilnehmen, wo sie dem Kannibalismus frönen. Das Letztere ist verborgene, innere Lehre für die Eingeweihten. Und das Erstere ist das, was sie nach außen hin einem jedem deutlich machen. Wir lernen hier also über die größte Geheimgesellschaft auf dieser Erde. Und alleine das disqualifiziert die römisch-katholische Kirche schon davon, die einzige wahre apostolische, Jesus Christus folgende Kirche auf dieser Welt zu sein. Allein das. Und was noch alles dagegen spricht, dafür werden wir uns jetzt in der 16. Lesung dieses Buches ein wenig tiefer aufgrund der Basis des Werkes von James Atkin Wiley damit vertiefen. Wir sind in dem zweiten Kapitel des zweiten Buches, das heißt Schrift und Tradition. Wir hatten letztes Mal bereits ein klein wenig hierin gelesen. Ich möchte nur eben zur Wiederholung noch mal kurz den letzten Absatz auf dieser Seite noch mal wiederholen. Ich gehe da jetzt auch nicht mehr in große Diskussionen ein, weil wir hatten diese Punkte bereits letztes Mal besprochen. Und wir gehen jetzt hier weiter, was ich hier grün angestrichen habe und jetzt nicht mehr grün. Die römischen Katholiken, da lesen wir weiter. Die römischen Katholiken behaupten, Zitat, dass das Wort Gottes im Allgemeinen, das heißt das Geschriebene und das Ungeschriebene, also die Tradition, die Überlieferung, mit anderen Worten Bibel und Tradition in ihrer Verbindung, ja, das Heilige mit dem Unheiligen vermischen, die Glaubensregel bilden und der von Christo bezeichnete Weg zur Auffindung der wahren Religion seien. Ende Zitat. Jetzt behauptet jedoch Keenans Kontroverskatechismus in einer anderen Frage
eine interessante Antwort hierauf geben zu können, auf die Frage, hat die Tradition einen Zusammenhang mit der Glaubensregel? Also haben wir tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Überlieferung und dem geschriebenen Wort? Ja, ist die Antwort. Denn sie ist ein Teil von Gottes geoffenbartem Worte. Eigentlich das ungeschriebene Wort, wie die Heilige Schrift das geschriebene Wort Gottes ist. Sind wir denn auch verpflichtet, den Lehren der Tradition denselben Wert als den Lehren der Heiligen Schrift beizulegen? Wir erinnern uns an die Diskussion, zwei Herren zu dienen. Kapitel 6, Vers 15, wenn ich mich richtig erinnere, aus Matthäus. Ja, sagt dieser Katechismus, aus dem wir hier diese Information haben. Das ist das Werk hier unten angeführt, der kontroverse Katechismus von Keenan. In Band 6, ja Michael, war nicht richtig, in Vers 15 sicher? 6,24. 6,24, na gut, das Kapitel hatte ich richtig. Ist ja schon mal was. Ja, sagt also der kontroversielle Katechismus, danke Michael, wir sind verpflichtet, die einen so fest zu glauben als die anderen. Wo die Bibel uns also ganz deutlich eine andere Regel aufgibt, einen ganz anderen Befehl aufgibt, sagt der kontroversielle Katechismus, vielleicht ist er deswegen kontroversiell, dass wir das eine so fest glauben müssen wie das andere. Und dabei sehen wir hier auch ganz deutlich, dass wir sprechen von einer Überlieferung, die kennt nicht jeder, ja, weil das sind ja mündlich überlieferte Dinge. Und wir haben das geschriebene Wort. Das geschriebene Wort ist das, was nach außen hin ist, das ist die äußere Lehre, weil die römisch-katholische Kirche behauptet ja, für Jesus Christus zu stehen. Also nach außen hin hält sie euch die Bibel hin, nach innen sagt sie, wir müssen auch genauso die Tradition genauso fest glauben. Die Annahme aber, sagt der Autor, dass die Überlieferungen, welche die römische Kirche auf solche Weise der Bibel gleichgestellt hat, wirklich Aussagen Christi und der Apostel seien, hört genau zu, entbehrt jedes, auch des geringsten Äußern wie inneren Beweises. Mit anderen Worten, in der Bibel, was die einzige Autorität eines bibelgläubigen Christen nur sein kann, findet sich kein einziger Beweis, weder nach außen noch nach innen, kein einziger Beweis dazu, dass diese Behauptung aus diesem Katechismus der römisch-katholischen Kirche korrekt ist. Also mit anderen Worten, die Kirche sagt das aufgrund ihrer Autorität. Aber die Kirche hat natürlich nur Autorität, wenn ich ihr Autorität gebe. Ich gebe ihr Autorität dann, wenn ich mich ihren Lehren unterwerfe. Sonst hat sie keine Autorität. Ja? Die Annahme, dass die Überlieferung, welche die römische Kirche auf solche Weise der Bibel gleichgestellt hat, wirklich Aussagen Christi und der Apostel seien, entbehrt jedes, auch des geringsten, sowohl äußeren wie auch inneren Beweises. Vielmehr waren sie gänzlich unbekannt, diese Tradition, bis spätere Bischöfe und Mönche des Mittelalters die Welt damit beschenkten. Ein schönes, vergiftetes Geschenk, nicht wahr? Der apostolischen Tradition wurde dann die kirchliche beigefügt. Also der apostolischen, das ist die Tradition der Heiligen Schrift, wurde dann die kirchliche Tradition beigefügt. Eine Vermischung von Tradition, bestehend aus kirchlichen Dekreten und Anordnungen. Man legte bald diesen Überlieferungen sogar höheres Ansehen bei als der Heiligen Schrift. Genau, was ich letztes Mal angekündigt habe. Wir werden noch sehen, dass die römisch-katholische Kirche die eigenen Traditionen, Überlieferungen höher bewertet als die Autorität der Bibel. Genau hier steht das jetzt, was ich letztes Mal bereits angekündigt hatte. Bald legte man diesen Überlieferungen, diesen Traditionen, diesen mündlichen Traditionen sogar höheres Ansehen bei als das der Heiligen Schrift. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb die römisch-katholische Kirche meint, die Autorität zu haben, den Sabbat vom Samstag auf den Sonntag gesetzt zu haben.
Es gibt Aussagen darüber, ich habe jetzt keine Lust, das online zu suchen, das kann ja mal jemand anders machen, wenn er da Lust zu hat, oder ihr könnt das selbst machen. Es gibt Aussagen dazu, die man im Internet finden kann, dass die römisch-katholische Kirche selbst sagt, es gibt für das Ersetzen des Samstag-Sabbat auf den Sonntag keine Autorität in der Schrift, außer die Autorität der römisch-katholischen Kirche selber. Ich kenne dieses Zitat nur in Englisch, das kann man im Internet aber finden. Und damit wird das ganz deutlich bestätigt, dass die Bibel das eine sagt, die Kirche sagt das andere, und wenn ich ein römischer Katholik bin, dann darf ich nicht der Bibel folgen, sondern dann muss ich in diesem Zweifelfall der Überlieferung oder der Autorität der Kirche folgen. Deswegen ist dieser Satz so, so, so wichtig, den wir hier lesen. Bald legte man diesen Überlieferungen sogar höheres Ansehen bei als der Heiligen Schrift, indem man die Traditionen beständig brauchte, um über den Sinn der Bibel endgültig zu entscheiden, keineswegs aber der Bibel ein Richteramt über die Bestimmungen der Tradition einräumte. Was verlöre die römische Kirche, wenn sie die Bibel gänzlich beiseite setzte? Rein nichts. Was verliert ein Jesus folgender Christ, wenn er die Bibel gänzlich zur Seite setzt? Alles. Und darin können wir sehen, dass die beiden unmöglich zusammengehen, nicht wahr? Demzufolge haben auch viele ihrer Gelehrten behauptet, dass die Heilige Schrift jetzt überflüssig geworden, da die Kirche alle Wahrheit längst entschieden habe. Also mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche findet die Bibel absolut überflüssig. Und es gibt hier eine sehr interessante Aussage eines ehemaligen amerikanischen Präsidenten, die möchte ich euch hier nicht vorenthalten. Ich habe da jetzt keine Audioaufzeichnung von, ich muss es aus dem Gedächtnis rezitieren, aber das ist nicht so schlimm, weil das ist kein besonders langes Zitat. Aber ich denke, dass ziemlich jeder, der diese Sendungen hier schaut, sich noch erinnert an George W. Bush, der zwischen 2000 und 2008 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war. Dieser hat einmal über die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika gesagt: This GD piece of paper. Und wenn man Englisch kann, dann weiß man sehr gut, wofür GD, GD steht. Ja? This GD piece of paper. So nennt der Präsident der Vereinigten Staaten die Verfassung, auf die er seinen Dienst schwört. Und genau das tut die römisch-katholische Kirche mit der Bibel. Sie nennt die Bibel genauso ein GD piece of paper. Vielleicht nicht in diesen Worten. Das Zitat werdet ihr so offiziell nicht finden. Da gehe ich zumindest mal von aus. Aber das ist, was sie denkt. Und das ist, wie die römisch-katholische Kirche handelt. Darum sagt die Bibel, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Also, George W. Bush sagt das über die Verfassung der Vereinigten Staaten, der er dient, wo er eigentlich einen Eid geschworen hat, um ihr zu dienen. Und die römisch-katholische Kirche sagt das ebenso über den Pfeiler, der eigentlich an der Basis der Kirche sein sollte, die sich die einzig wahre apostolische überlieferte Kirche von Jesus Christus nennt. Bald legte man diesen Überlieferungen sogar höheres Ansehen bei als das der Heiligen Schrift, indem man die Traditionen beständig brauchte, um über den Sinn der Bibel endgültig zu entscheiden. Keineswegs aber der Bibel ein Richteramt über die Bestimmungen der Tradition einräumte. Also auch das immer nur einseitig. Die Traditionen dürfen immer nur über das Verständnis der Bibel entscheiden. Die Bibel darf niemals über das Verständnis der Traditionen entscheiden. Es ist immer eine Einbahnstraße in der römisch-katholischen Kirche. Ja?
Was verlöre die römische Kirche, wenn sie die Bibel gänzlich beiseite setzte? Nichts. Demzufolge haben auch viele ihrer Gelehrten behauptet, dass die Heilige Schrift jetzt überflüssig geworden, da die Kirche alle Wahrheit längst entschieden habe. Für sich selber. Aus sich selber. Zweitens machen die Papisten ihre Kirche zum unfehlbaren Ausleger der Heiligen Schrift. In einer Fußnote sagt der Autor uns hier, einer der mildesten und vom wahrhaft christlichen Geiste am meisten berührten römisch-katholischen Theologen unserer Zeit, also Mitte des 19. Jahrhunderts, Dr. Johann Baptist Kircher, antwortet in seinem Katechismus, der erschienen ist zu Karlsruhe und Freiburg 1843 auf Seite 170 auf die Frage, kam die Lehre der Apostel auch unverfälscht auf uns? Ja, denn es wurden die heiligen Schriften fort und fort in dem gleichen ersten und echten Sinne ausgelegt und verstanden. Ende Zitat. Also die Papisten machen ihre Kirche zum unfehlbaren Ausleger der heiligen Schrift. Nicht die Bibel erklärt sich selbst, sondern die Romanisten erklären die Bibel. Die Kirche verdammt alle Beurteilung durch Einzelne, verbietet alle vernünftige Untersuchung und verlangt von ihren Gliedern, die Heilige Schrift einzig und allein in dem von ihr gebilligten Sinne aufzufassen. Seht ihr, deswegen verbietet die römisch-katholische Kirche im Grunde bis heute das Lesen der Bibel, das selbstständige Lesen der Bibel. Sie sagt hier mit anderen Worten, dass nur die Hierarchie der römischen katholischen Kirche die Heilige Schrift einzig und allein in ihrem gebilligten Sinne auffassen kann. Mit anderen Worten, ich als normaler Mensch kann die Bibel gar nicht verstehen. Ich brauche die römisch-katholische Kirche. Die Kirche verdammt alle Beurteilung durch Einzelne. Wenn ich die Bibel für mich selber lese, dann kann ich ja auch mir mein eigenes Urteil darüber bilden, nicht wahr? Mein eigener Verstand sagt mir ja das und das, sagt die Bibel. Und dann messe ich alles an der Bibel, um zu sehen, ob ich das auch richtig verstehe. Und dadurch erklärt sich die Bibel für mich selber. Das verdammt die Kirche. Die Kirche sagt, nur sie hat die Autorität, die Bibel zu erklären. Nichts anderes steht hier. Die Kirche verdammt alle Beurteilung durch Einzelne, verbietet alle vernünftige Untersuchung, also intensives eigenes Studium, und verlangt von allen Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche, die Heilige Schrift einzig und allein in dem von ihr gebilligten Sinne aufzufassen. Also mit anderen Worten, ich darf die Bibel nur so verstehen, wie die Kirche sie mir erklärt. Sie lässt sich von allen ihren Priestern bei der Ordination schwören, dass sie die Heilige Schrift nie anders als in dem von den Vätern übereinstimmend festgehaltenen Sinne erklären wollen. Ein Eid, der einfach alle Schrifterklärung verbietet, also die Schrift sich selbst erklären zu lassen, da die Väter in der Schrifterklärung nichts weniger als einig gewesen sind. Ich komme wieder auf die Alten, sagt Melanchthon zu Eck. Von Eck habe ich uns hier ein Bild rausgesucht. Viele kennen ihn, viele kennen ihn nicht. Dieser Johannes Eck hat gelebt im 16. Jahrhundert. Und er war ein ganz wichtiger Gegenspieler von Martinus oder Martin Luther. Heißt eigentlich Johannes Meyer oder Johann Meyer. Aber die haben damals ja schon gelogen, dass sie die Balken biegen. Er war ein Katholik und da sind wir ja nicht anderes gewohnt. Ja? Und dieser Eck war ein Theologe, war ausgebildet in Philosophie, in Philologie, hat an verschiedenen Universitäten studiert, unter anderem in Tübingen, die übrigens später dann noch eine Jesuitenuniversität war. Zu der Zeit, als er studiert hat, gab es die Jesuiten noch nicht. Und er war ein ganz großer Gegenspieler von Martin Luther. Er hat nämlich mit Martin Luther verschiedene Disputationen gehalten. Das kommt auch ganz gut raus in den Filmen, wenn ihr die Filme von Martin Luther kennt.
Da gibt es den einen amerikanischen Spielfilm aus dem Jahre 2003 oder 2004 mit Ralph Fiennes in der Hauptrolle, den ich immer sehr anbefehle. Und dann gibt es diesen einen wunderbaren Film, den möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, dass ihr das mal kurz hier im Bild seht. Den habe ich letztens auf BitChute hochgeladen. Das ist ein Film von 7,5 Stunden, den müsste man also mit Unterbrechungen schauen. Seht mal hier, 7 Stunden 25 Minuten. Ich kann es auch nicht helfen, das ist wirklich, das dauert so lange. Das sind 5 DVDs von einem Martin-Luther-Film aus 1983. Ja. Martin Luther, dieser Film ist ein in der DDR gedrehter Spielfilm in 5 Teilen, auf 5 DVDs aus dem Jahr 1983 von Kurt Fett mit dem Schauspieler Ulrich Thein in der Hauptrolle des Martin Luther. Der Film wurde zum 500. Geburtstag, ne, weil Martin Luther wurde 1483 geboren, zum 500. Geburtstag Luther im Jahr 1983 gesendet. In diesem Film, also in diesem Video, das ich hier hochgeladen habe, sind all diese 5 Teile zusammengefasst. Natürlich, man kann sich das auch runterladen, kann das dann zu Hause in Stücken anschauen. Man kann das, wenn man sich die Stelle merkt, pausieren oder stoppen und den nächsten Tag weiter anschauen. Aber diesen Film rate ich ganz sicher an, weil hier nicht nur Martin Luther mit Eck diskutiert, nein, weil hier Martin Luther sogar in Teil 3, meine ich, also das kommt so nach ungefähr 2,5 Stunden oder was, oder zwischen 2,5 und 4 Stunden in dem Video, mindestens einmal, ich dachte sogar zweimal, den Papst den Antichristen nennt. Und das ist der einzige Martin-Luther-Film, den ich kenne, wo das tatsächlich passiert. Ja? Ich drücke da jetzt nicht drauf, sonst kriege ich hier in YouTube Probleme. Das Bild kann ich natürlich so zeigen. Aber der Film spielt, ich habe ihn letztens hochgeladen, seht ihr am 20. November, heute haben wir den 24., also vor ein paar Tagen. Den kann ich jedem nur anraten, sich anzuschauen. Ein wunderbarer Film. Zumindest die ersten 6 Stunden und ein wenig. Weil der letzte Teil, ich habe die ganze DVD ja durchgeschaut, der letzte Teil, den fand ich, den hätte man noch weglassen können. Aber so ist das halt mit solchen Filmen. Aber die ersten 6 Stunden, absolut sehenswert, kann ich jedem nur anraten. Ja? Und jetzt hatten wir halt hier über den Johannes Eck gesprochen. Wie gesagt, ein Widersacher von Martin Luther. Da sagt hier Melanchthon zu Eck: Ich komme wieder auf die Alten, von welchen ich gesagt, dass sie die Schrift missbrauchen. Nun sage ich aber, dass sie oft auch irren. Lieber, wie oft hat Hieronymus, ja, also einer der sogenannten Kirchenväter, Augustinus, wie oft Ambrosius gestrauchelt? Wie oft sind sie untereinander uneinig? Wie oft widerrufen sie ihre Irrtümer? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Melanchthon hier anholt. Weil Melanchthon holt hier genau den Punkt an, den Martin Luther 1520 in Worms auch angeholt hat, als er da stand zur Verteidigung seiner Schriften. Er hat damals gesagt: Ich kann nichts widerrufen, wenn ihr mich nicht aufgrund des gesunden Menschenverstandes oder der Bibel widerlegen könnt. Wenn ihr mir nicht anhand der Bibel oder gesunden Menschenverstandes zeigen könnt, dass meine Schriften gegen die Heilige Schrift sind, dann kann ich nicht widerrufen. Denn es haben sich in der Vergangenheit Konzilien geirrt, es haben sich Päpste geirrt, es haben sich Kirchenväter geirrt und sie haben sich widersprochen. Und genau das holt Melanchthon hier an. Ich habe also auf der einen Seite die unfehlbare Heilige Schrift, die Bibel, und auf der anderen Seite habe ich fehlbare Menschen innerhalb der Organisation der römisch-katholischen Kirche. Deswegen sagt Melanchthon hier zu Eck: Ich komme wieder auf die Alten, von welchen ich gesagt, Alte, das sind die Presbyterianer, wie man sie auch nennt, die Bischöfe, ja, von welchen ich gesagt, dass sie die Schrift missbrauchen. Nun sage ich aber, dass sie auch oft irren. Lieber, wie oft hat Hieronymus Augustinus Ambrosius gestrauchelt, also sich geirrt? Wie oft sind sie untereinander uneinig gewesen, wenn diese Kirchenväter untereinander uneinig sind? Dann heißt das doch, dass sie nicht auf Basis der Bibel sein können, weil dann ist man einig. Das ist ja auch die Einheit, die Jesus Christus möchte, von seinem Körper hier auf dieser Erde. Nicht wie das Papsttum in der neuen Weltordnung, dass wir alle gleich sind und dass wir nur darüber sprechen müssen, was uns vereint und ja nicht darüber sprechen müssen, was uns trennt, weil uns trennt ja nichts, wir sind ja alles ein und dasselbe. Nein,
Er sagt hier, wie oft sind die nicht untereinander uneinig gewesen, eben weil sie nicht die Schrift als Basis haben. Jesus Christus hat gesagt, ein Haus, das in sich selbst geteilt ist, kann nicht bestehen. Und genau das haben wir hier. Weil die Leute sich nicht auf dem Fundament der Bibel bewegen, sind sie in ihrer Meinung untereinander uneinig. Wie oft widerrufen sie ihre Irrtümer? Das Konzilium zu Trident, das stattfand zwischen 1545 und 1563, sagt das Zitat. Niemand es wagen solle, die Heilige Schrift gegen den Sinn zu erklären, welchen die Heilige Mutterkirche festgehalten hat und noch festhält, als welcher es alleine zukomme, über den richtigen Sinn und Auslegung der Heiligen Schrift zu urteilen. Ende Zitat. Meine lieben Brüder und Schwestern, das ist genau der Punkt, der immer noch gilt heute. Wir dürfen nicht vergessen, dass alle 125 Verdammungen, die auf dem Konzil von Trient damals ausgesprochen wurden, heute, 2019, immer noch Gültigkeit haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Lehren im Konzil von Trient ex cathedra sind, wo der Papst nach Meinung der römisch-katholischen Kirche von seinem Thron unfehlbare Erlasse erlassen hat. So zumindest die Aussage von dem Bischof Schneider. Ich spiele das Video jetzt nicht mehr ein. Ihr kennt es inzwischen zur Genüge. Ihr solltet es inzwischen auswendig singen können, wo der Bischof Schneider gefragt wurde. Der Papst hat doch letztens im Interview in einem Flugzeug erklärt, dass die Rechtfertigungslehre von Martin Luther in Ordnung war. Worauf Schneider sagt, und ich sage das jetzt mit meinen Worten ein wenig lapidar, der Papst kann im Flugzeug sagen, was er will. Im Flugzeug spricht er nicht ex cathedra, nicht von seinem Thron. Wir haben bereits eine unfehlbare Meinung der römisch-katholischen Kirche zur Rechtfertigungslehre. Das ist die vom Konzil von Trient. Genau das Konzilium Trident, was wir hier wieder nennen. Niemand solle es wagen, die Heilige Schrift gegen den Sinn zu erklären, welchen die Mutterkirche festgehalten hat. Also es ist die römisch-katholische Kirche, die den Sinn der Heiligen Schrift festhält und erklärt und immer noch festhält, als welcher es alleine zukomme, nämlich nur der römischen Kirche kommt es zu, den richtigen Sinn und die Auslegung der Heiligen Schrift zu urteilen. Meine lieben Brüder und Schwestern, darum ist es heutzutage immer noch von der römisch-katholischen Kirche nicht erlaubt, um die Bibel selber zu lesen. Darum haben sie jahrhundertelang gegen die Verbreitung der Bibel gekämpft und haben diesen Kampf ganz fürchterlich verloren. Dann sind sie übergegangen zu einer anderen Taktik. Wir wissen ja, dass die Jesuiten ein Militärorden sind. Also haben sie erstmal versucht zu kämpfen, so wie ein Soldat das eben tut. Der nimmt seine Waffen und kämpft gegen das Offensichtliche, in diesem Fall gegen die Wahrheit. Er kämpft gegen die Protestanten, er versucht, die Protestanten auszurotten. Martin Luther wurde sein Leben lang von der Exkommunikation nicht enthoben. Martin Luther war sein Leben lang vogelfrei, hat sich auf vielen Plätzen und interessanten Orten, wie zum Beispiel Augsburg und so weiter, nicht sehen lassen können, eben weil er verdammt war von der römisch-katholischen Kirche. Die Jesuiten haben die Protestanten von Anfang an verfolgt, nach ihrer Gründung 1540. Sie haben unter anderem den Dreißigjährigen Krieg zwischen 1618 und 1648 angezettelt, haben dafür gesorgt, dass 12 Millionen Deutsche damals grausam ermordet wurden, dass Deutschland über die Hälfte seiner Bevölkerung verloren hat, wenn ich mich zahlenmäßig richtig erinnere, oder zwischen einem Drittel und der Hälfte, also das Land war wirklich desolat, wie man sagen kann, weil die Protestanten da wirklich vernichtet wurden. Und auch mit anderen Sachen haben sie es versucht, so zum Beispiel in England mit dem Babington-Plot, mit der spanischen Armada, mit dem Schießpulver-Komplott und noch mit anderen Mitteln haben sie versucht, dort ihre Macht wieder zu erreichen und die Protestanten zu vernichten. Sie haben es also jahrhundertelang versucht, mit der Waffe, mit dem Schwert, und zwar dem metallenen Schwert, mit dem
materiellen Schwert. Und als sie das nicht geschafft haben, und das hatten sie vorher schon geplant, natürlich, weil sowas geht immer einer Planung von einigen Jahren voraus, haben sie Ende des 19. Jahrhunderts damit begonnen, die Bibel zu verfälschen. Wenn ich die Bibel nicht vernichten kann, wenn ich den Glauben an die Bibel nicht vernichten kann, dann muss ich den Glauben oder die Bibel eben verfälschen. Also haben sie sich andere Texte genommen als die wahren Basistexte, haben Texte genommen aus dem Codex Vaticanus, aus dem Codex Sinaiticus, aus dem Codex Alexandrinus und haben aus diesen gnostischen Bibeltexten, ja, die von Menschen geschrieben wurden, die nicht an die Göttlichkeit Jesu Christi glauben, haben mit diesen Texten Bibeln geschrieben. Die nennt man heute Bibeln unter dem Text von Nestle-Aland, man spricht von Westcott und Hort, man spricht von so vielen verschiedenen Dingen, da will ich jetzt gar nicht alles drauf eingehen, da habe ich verschiedene Videos zu gemacht, die könnt ihr euch gerne anschauen. Aber man hat eben gesagt, wenn wir die Bibel nicht aus der Welt schaffen können, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass die Bibel verfälscht ist. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir die ganze Welt überfluten mit diesen gefälschten Bibeln. Und dass die Leute dann, wenn sie das Wort Gottes in die Hand nehmen, ein verfälschtes Wort Gottes in die Hand nehmen. Wo dann viele, viele Dinge rausgestrichen sind, die in der normalen Bibel drinstehen. Und das geht vom Streichen einiger Wörter über einige Verse bis hin zu ganzen Kapiteln, die in manchen Bibeln nicht mehr wiedergegeben werden. Wenn man sie nicht schlagen kann, muss man sie infiltrieren, nicht wahr? Und genau das haben die Jesuiten damit gemacht. Und ab 1870 kamen all diese ganzen verfälschten Bibeln raus. Erst war es die ESV, das war die erste verfälschte Bibel. Die steht für English Standard Version oder englische Standardversion. Das war die erste andere Bibel, die neben der König James damals rauskam. Die König James war sonst überall weit verbreitet und wurde als einzige Bibel gebraucht. Naja, außer natürlich von Katholiken, die die Douay-Rheims-Bibel gebraucht haben, die 1609 rauskam, zwei Jahre vor der König James. Aber jeder Protestant hat die König James-Bibel gebraucht. Und dann kamen sie mit den ganzen verfälschten Bibeln raus. ESV, RSV, ASB, RSRV und so weiter, die ganzen Namen. Heutzutage gibt es ja fast so viele verschiedene Bibelsorten, wie es Sand am Meer gibt. Kleine Übertreibung, aber im Prinzip ist es richtig. Und das ist natürlich nur deswegen so, weil die Jesuiten das metallene Schwert in die Scheide gesteckt haben, in dem Kampf gegen die Bibel. Nicht in allen Kämpfen, nee, versteht mich nicht verkehrt, nur im Kampf gegen die Bibel haben sie das metallene Schwert in die Scheide gesteckt und haben das geistige Schwert ausgeholt und haben halt das Wort verfälscht, wo übrigens in der Bibel drin steht. Ich glaube, es ist im Kapitel 22 der Offenbarung, also im letzten Kapitel, wenn jemand von diesem Wort wegnimmt oder hinzufügt und so weiter, dann wird sein Name nicht geschrieben worden sein im Buch des Lebens. Das bezieht sich nicht, wie viele Gegner immer behaupten wollen, nur auf das Buch der Offenbarung. Das bezieht sich auf alle 66 Bücher in dem einen großen heiligen Buch, in der heiligen Schrift, in der ganzen Bibel. Wenn da jemand etwas fortnimmt. Ich kann euch sagen, selbst wenn ihr an der Bibel manchmal nur ein Komma anders setzt, dann bekommt der Satz eine ganz andere Bedeutung. Und deswegen darf man nicht ein Punkt, ein I-Punkt, ein Komma in der Bibel verändern. So wie Gott es ordiniert hat, so ist sie zu verstehen. Und die Jesuiten haben mit der Verfälschung ihrer Bibel dafür gesorgt, dass in ihren verfälschten Bibeln nicht mehr der reine, wahre Inhalt Gottes Wortes steht. Damit sind diese Bibeln nicht mehr in der Lage, sich selbst zu erklären. Damit brauchen die Leute die Erklärung der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Und voilà, die Jesuiten haben erreicht, was sie erreichen wollten. Die Leute kommen in die römisch-katholische Kirche, um sich die Bibel erklären zu lassen, weil von sich aus verstehen sie sie nicht. Und der Kampf ist gewonnen. Von daher so wichtig, dass man eine richtige Bibel in der Hand hält. Nicht nur die Bibel, nicht nur irgendeine. Pass auf, es ist immer besser, eine verfälschte Bibel als gar keine Bibel zu haben. Ja? Weil auch die verfälschten Bibeln sind für über 80% immer noch korrekt. Aber es sind halt diese 10, 15% Unwahrheit da drin, die es oftmals im Verständnis so schwer machen.
Deswegen gibt es ja auch so viele Leute, die sagen von, ach Jörg, der Gott im Alten Testament ist ja nicht der Gott des Neuen Testaments. Oder das Alte Testament brauchen wir nicht mehr, wir haben hier jetzt nur das Neue Testament. Oder die so sagen von, der grausame Gott, wenn Gott dann doch die Menschen so liebt, warum hat er dann dies und das und das gemacht? Ja, wenn ihr die ganze Bibel nicht lest, wenn ihr die ganze Bibel nicht versteht, weil ihr die Bibel lest, die auf unkorrekten Texten basiert ist, dann habt ihr das falsche Fundament. Der Grundtext, der der Übersetzung zugrunde liegt, ist das Fundament. Wie sicher kann man denn ein Haus bauen, wenn das Fundament wackelt? Muss ich ja nicht darauf antworten, nicht wahr? Niemand solle es wagen, die Heilige Schrift gegen den Sinn zu erklären, den Sinn, den die heilige Mutterkirche festgehalten hat und noch immer festhält. Nur ihr alleine kommt es zu, über den richtigen Sinn und Auslegung der Heiligen Schrift zu urteilen. Und die Väter von Trident verfügen ferner, Zitat, dass dieser Bestimmung Ungehorsame den Bischöfen angezeigt und mit den kanonischen Strafen belegt werden sollen. Was sind die kanonischen Strafen? Das sind die Strafen aus dem römisch-katholisch-kanonischen Recht. Erinnern wir uns noch an die verschiedenen Lesungen über die Inquisition? Genau das ist das. Demzufolge lautet auch die betreffende Stelle im Glaubensbekenntnisse des Papstes Pius. Interessant, das jetzt mal zu lesen. Welches Glaubensbekenntnis legt der Antichrist ab? Zitat: Ich nehme die Heilige Schrift in dem Sinne an, welchen die Heilige Mutterkirche, der es zukommt, über ihren wahren Sinn zu urteilen, festgehalten hat und noch festhält. Und nie will ich sie anders als in dem einmütigen Sinne der heiligen Väter annehmen und erklären. Ohne die Autorität der Kirche, sagt der Jesuit Bailly, ohne die Autorität der Kirche würde ich St. Matthäus nicht mehr Glauben schenken als dem Titus Livius. So groß war der Eifer für die Kirche, dass der Kardinal Hofius, Präsident des Tridentiner Konzils, in einer seiner polemischen Schriften erklärte, Zitat, ohne die Autorität der Kirche würde die Heilige Schrift nicht mehr Wert für ihn haben als die Fabeln des Jüssop. Das sind Gedanken neuerer Papisten. In einem seiner Briefe gibt sich Dr. Milner die Mühe zu beweisen, Christus habe keineswegs gewollt, dass die Menschen im Allgemeinen ihre Religion aus einem Buche lernen sollten. Außer der Heiligen Schrift als Glaubensregel, sagt er, hat er darum in seiner heiligen Kirche für einen lebendigen, sprechenden Richter gesorgt, der über der Schrift wachen und sie in allen streitigen Fällen erklären soll. Na, wer ist denn bitte schön dieser lebendig sprechende Richter? Das lesen wir aus Milners Briefen Nr. 8 an Peron, gegenwärtig Professor der Theologie im Collegium Romanum zu Rom, also dem wunderbaren der Gregorianischen Universität, wie wir es heute nennen. Er sagt, der Kirche, das heißt, das ist dem Klerus, als der mit seinem Haupte, dem römischen Papste, einen Leib bildet, ist die Gewalt der unfehlbaren Verkündigung, irrtumslosen Auslegung und ungeschmälerten Bewahrung des Evangeliums gegeben worden. Diese hohen Vorrechte gründet er auf Matthäus, Kapitel 28, Vers 19, Zitat, geht hin und lehret alle Völker und so weiter. Christus sagte nicht zu seinen Aposteln, argumentiert Peron, geht und schreibt, sondern geht und lehrt. Er sagte nicht, ich bin euch eine Zeit lang, sondern immer da. Ich bin mit euch eine Zeit lang, sondern immer da. Unter den Worten, alles, was ich euch befohlen habe, müssen wir nicht bloß das verstehen, was im Neuen Testament geschrieben ist, sondern auch das, was die Tradition uns als Aussprüche Christi übergeben hat. Der Professor beruft sich ausdrücklich auf die Verschiedenheit der Auslegung, der das geschriebene Wort unterworfen ist. Er vergisst aber,
dass das mündlich überlieferte Wort nicht bloß, was die Auslegung, sondern was die Sache selbst betrifft, unendlich größeren Schwankungen anheimfällt. Ende der Fußnote. Um sein Ziel zu erreichen, zitiert der Teufel sogar aus der Bibel, fällt mir da noch zu ein. Also, wir lesen hier in einem abschließenden Satz auf dieser Seite: Außer der Heiligen Schrift als Glaubensregel hat er darum in seiner heiligen Kirche für einen lebendigen, sprechenden Richter gesorgt, der über der Schrift wachen und sie in allen streitigen Fällen erklären soll. Also mit anderen Worten, die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche mit dem Papst als Oberhaupt, als unfehlbarem Oberhaupt nach römisch-katholischer Lehre. Ne? So bietet Rom seinen Kirchengenossen als Glaubensregel Gottes Wort und die menschlichen Traditionen. Beide sind gleich verbindlich. Und als einzigen Weg der Schrifterklärung sich selbst, die Kirche. Dennoch ist diese Kirche mit der Erklärung des göttlichen Wortes nicht einen Schritt vorwärts gekommen. Hat nie, es ist freilich unmöglich, auch nur den Schatten eines Beweises aus Gottes Wort beigebracht, dass sie allein bevollmächtigt ist, die Schrift zu erklären. Und die viel gerühmte Übereinstimmung der Väter in dem Glauben, dass sie allein das Wort des Dolmetschers sei, ist ebenfalls ein bloßes, aus der Luft gegriffenes Vorgeben. Ihr hochmütiger Anspruch schließt über dem eine Lästerung gegen Gott ein, weil damit behauptet wird, dass er entweder nicht imstande oder nicht willens gewesen sei, seine Absicht mit den Menschen diesen verständlich zu offenbaren, dass er sein Wort nicht jedermann gegeben, daher auch nicht jedermann verpflichtet habe, es zu lesen und zu erforschen. Gottes Allmächtigkeit, Gottes Allwissendheit wird hiermit abgelehnt. Das ist nichts anderes als Blasphemie, Gotteslästerung. Das ist genau wie die Gotteslästerung der Klimalüge, der globalen Erwärmung heutzutage, wo man Gott tatsächlich die Fähigkeit abspricht, eine Erde geschaffen zu haben, die für alle Menschen, die er darauf setzt, auch wirklich sorgen kann. Nichts anderes ist die Lüge der globalen Erwärmung heutzutage. Ja? Haben wir heute Nachmittag noch eine interessante Sendung drüber gehabt, die hier bereits mein Bruder Brett in Videoform aufgepackt hat. Das könnt ihr ja bei ihm mal sehen. Das letzte Video vom 24.11. da bei Brett Norman. Könnt ihr euch das anschauen. Da haben wir darüber gesprochen, unter anderem. Die römisch-katholische Kirche stellt sich hier hin, als sei sie Gott auf Erden. Ja? Das Wort des wahren Gottes wird in Zweifel gezogen. Das kann nicht jedermann verstehen. Gott hat es auch nicht jedermann angeordnet, es zu lesen, es zu erforschen. Das ist alles nicht richtig. Das hat nur diese Aufgabe, hat nur die römisch-katholische Kirche. Ferner hat die römische Kirche, fährt der Autor fort, das Ansehen des heiligen Gotteswortes geschwächt und seine Reinheit befleckt durch die Aufnahme der Apokryphen in den Kanon der inspirierten Bücher. Und hier nochmal ein kurzes Wort dazu. Das Buch hier ist ja von 1853. Und ich hatte euch gerade eben gesagt, dass die verfälschten Bibeln erst ab 1870 auf den Markt gekommen sind. Oder 1870, 75, 1880, irgendwo in dem Drehraum. Ich weiß das Datum jetzt auch nicht ganz auswendig. Aber zum Ende des 19. Jahrhunderts. Also vor dem Schreiben dieses Buches. Das heißt, in der Zeit, als James Edgar Wiley das Buch geschrieben hat, gab es nur entweder die katholischen Bibeln oder die protestantische König James. Es gab natürlich auch noch die Genfer Bibel von 1560, die Genfer Bibel von 1599, das sage ich nicht. Aber die König-James-Bibel war zu der Zeit, wo James Edgar Wiley dieses Buch geschrieben hat, die autorisierte Version. Autorisiert dadurch, dass die Menschen sie autorisiert haben, durch sie so massenhaft zu kaufen, zu lesen und auch zu lehren und zu lernen. Dadurch war sie autorisiert. Ja, die König-James-Bibel wurde nicht autorisiert durch König Jakobus, der das in Auftrag gegeben hat. Nein, nein. Da habe ich auch in verschiedenen Videos drüber gesprochen. Das könnt ihr da gerne nachschauen.
In dem Augenblick, wo James Edgar Wiley dieses Buch schreibt, gab es diese ganzen verfälschten Bibeln noch nicht. Deswegen geht er da hier auch nicht drauf ein. Sonst würde James Edgar Wiley sicher, da bin ich ganz sicher von, ein ganzes Kapitel mindestens darin gewidmet haben, an die verfälschten Bibeln, die gekommen sind. Und James Edgar Wiley selbst hat, wenn ich mich nicht irre, gelebt bis 1890. Also er hat es zum Ende seines Lebens noch erlebt, dass diese verfälschten Bibeln auf den Markt gekommen sind. Ich bin mir aber nicht bewusst, dass er darüber ein Buch geschrieben hat. Ansonsten, vielleicht kann das ja mal jemand nachschauen und kann mich darauf hinweisen. Dann kann man das ja vielleicht auch mal lesen. Obwohl ich nicht glaube, dass es das dann in Deutsch geben würde. Aber sonst hätte der Autor das hier natürlich in dieses Buch mit eingebunden. Hier ist ja jetzt das Kapitel, wo wir sagen, da passt es von der Thematik wunderbar mit rein. Aber das war eben noch vor der Zeit. Ne? Deswegen, ferner hat die römische Kirche das Ansehen des heiligen Gotteswortes geschwächt, eben auch um die Bibel zu verfälschen, was er hier noch nicht wusste, und seine Reinheit befleckt durch die Aufnahme der Apokryphen in den Kanon der inspirierten Bücher. Ja, auch die König-James-Bibel wurde ursprünglich mit den Apokryphen veröffentlicht. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, als die König-James-Bibel mit den Apokryphen veröffentlicht wurde, wofür Katholiken gesorgt haben, dass die Apokryphen da überhaupt reinkommen, die Übersetzer wollten die eigentlich da nicht drin haben, als die Apokryphen damit veröffentlicht wurden, da wurden sie veröffentlicht zwischen dem Alten und Neuen Testament und auf jeder Seite stand drauf Apokryphe, womit jeder Leser direkt wusste, jedes Blatt, was ich hier lese, ist nicht inspiriert. Das ist natürlich bei anderen Bibeln heutzutage anders. Da sind die Apokryphen nicht mehr extra gemarkiert, also markiert auf die Art und Weise, dass es dabei steht. Damals, in der allerersten König James, waren die da noch bei. Später hat man die übrigens aus der König James rausgenommen. Es gibt heute, wenn man eine Bibel kauft, die nach 1769 dem Standard gedruckt ist, ne, da war ja, das wissen auch viele nicht, die König James wurde 1769 einmal revidiert in der Hinsicht, dass man die Schreibweise geändert hat, also das U, das dann gebraucht wurde, wurde ein V, das I wurde ein J und so weiter. Man hat also nur grammatikalische Änderungen vorgenommen, man hat keine Wortänderungen vorgenommen, Textänderungen vorgenommen, das hat man nicht getan. Also die 1611, König James ist heute noch genauso 1611 wie damals, nur die Schreibweise ist anders. Das war 1769. Und wenn man die Bibeln hat, in der Zeit, da gibt es keine Apokryphen mehr drin. Es sei denn, man fragt explizit eine, wo eventuell die Apokryphen noch drin sind, aber dann sollten die auch gekennmerkt sein. Damals war es so, und da könnt ihr euch gerne im Internet drüber erkundigen, die alten Bibeln, wo die Apokryphen drin waren, da stand auf jeder Seite der Apokryphe drauf, dass es sich hier um apokryphischen Text handelt. Also nicht der Kanon der inspirierten Bücher ist. Die Annahme der Inspiration auch dieser Bücher war vor dem Tridenter Konzil kein Glaubensartikel. Dieses aber bestimmte in seiner vierten Sitzung ihr göttliches Ansehen, obschon jene Bücher in der hebräischen Bibel sich gar nicht finden, niemals von den Juden als kanonisch anerkannt, auch nie von Christo und seinen Aposteln zitiert, dagegen von den ersten christlichen Vätern verworfen worden sind und vor allem in sich selbst zahlreiche Beweise enthalten, dass sie nicht vom Heiligen Geist eingegebene Schriften sind. So haben wir zum Beispiel das Evangelium von Thomas, so haben wir zum Beispiel das Proto-Evangelium des Jakobus, da kann der Max euch eine ganze Menge drüber erzählen, wenn er denn Lust hat. Da hatten wir nämlich drüber gesprochen in der Lesung Nummer 3, glaube ich, von Eine für alle für eine Königin des Himmels, wo wir von dem Proto-Evangelium des Jakobus gesprochen haben. Das ist auch eine apokryphische Schrift. In einer Fußnote sagt der Autor hier, siehe die vortreffliche Abhandlung von Kierl. Die Apokryphen des Alten Testaments, ein Zeugnis wider dieselben aufgrund des Wortes Gottes. Ja? Eine erste gekrönte Preisschrift aus Leipzig von 1852. Vielleicht sollte sich mal jemand, der die Richtigkeit der König James Bibel oder die Richtigkeit der Schlachter 2000 Bibel, die ja auf diesen Originaltexten basiert, ohne die Apokryphen dabei zu haben, sich das mal besorgen und mal durchschauen. In demselben Augenblick, als die römische Kirche sich selbst dem Fluche aussetzte, der über sie ausgesprochen wurde, welchen zu den Worten der Offenbarung etwas hinzutun würde, Offenbarung des Johannes oder
die Offenbarung von Jesu Christi, niedergeschrieben von Johannes, Kapitel 22, Vers 18, also mit der 22 lag ich richtig, im Vers wusste ich halt nicht, schleuderte sie einen Fluch gegen alle, welche es verweigern würden, an der Gottlosigkeit teilzunehmen, deren sie sich dadurch schuldig machte, dass sie den Apokryphen göttliche Autorität beilegte. Was ist das? Offenbarung Kapitel 22, Vers 18 ist ja im Grunde nichts anderes, als dass Worte zugefügt werden. Dann hole ich mal meine Schlachterbibel hier raus und werde den Vers 18 lesen. Da steht geschrieben, fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und was ist es, wenn ich die Bibel nehme, das wahre, inspirierte Wort Gottes, und ich füge dort uninspirierte Schriften der Apokryphen bei? Das ist ein Verstoß gegen die Regel, die hier von Gott in Offenbarung 22, Vers 18 aufgestellt wird. Also, nicht tun, liebe Kinder. Die römisch-katholischen Beweisgründe für die Tradition als eine Glaubensregel sind dreierlei Art. Erstlich Schriftstellen. Zweitens das Amt der Kirche, die Glaubwürdigkeit und Echtheit der Bibel zu bestätigen. Und drittens die Unzureichenheit des Urteils einzelner Personen. Erstlich können uns Roms Satelliten nur wenige Schriftstellen zeigen, welche etwa zugunsten der Tradition anzuführen wären. Und diese wenigen sind entweder völlig unzulänglich oder offenbare Schriftverdrehungen. Ja, Wortverdrehungen. Mit anderen Worten, die Erklärung aus der Kasuistik und der Sophistik der römisch-katholischen Kirche. Das Wort höre die Kirche, Matthäus Kapitel 18, Vers 17, wird von der römischen Polemik am häufigsten und als der stärkste ihrer Beweise angeführt. Wie steht es denn geschrieben hier? Ja, höre die Kirche. Schauen wir mal. In einer Fußnote habe ich dazu geschrieben, es ist hier also Matthäus 18, Vers 15, 16 und 17. Ja, man darf ja nie immer nur einen einzigen Vers nehmen, sondern wir nehmen hier gleich drei. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen zweiten oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Diese Aussage hier ist übrigens aus dem Alten Testament genommen. Und dann Vers 17. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Also, hier schreibt der Autor, höre die Kirche, ne, also sage es der Gemeinde, sage es der Kirche. Im Originaltext ist das Wort Gemeinde, das dafür gebraucht wird, im Griechischen, also im Koine Griek, Ekklesia. Eine Berufung. Ja, also das Wort Ekklesia wird dann erklärt unter der Bezeichnung eine Berufung, das heißt konkret eine Volksversammlung, insbesondere eine religiöse Gemeinde, also zum Beispiel eine jüdische Synagoge oder christliche Gemeinschaft von Mitgliedern auf Erden oder Heiligen im Himmel oder beides. Ja, also Heilige im Himmel gibt es hier schon mal nicht. Das ist ein Verständnisproblem, weil Heilige sind nur die Lebenden und die sind auf der Erde, weil es ist noch keiner in den Himmel aufgestiegen, außer dem einen, Jesus Christus, sonst ist da keiner. Aber eben auch Versammlung und Kirche. Also mit anderen Worten, fährt die Bibel dann fort, hörte aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde, im Buch die Kirche, hört aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Also, hier steht, höre die Kirche, und in Wahrheit steht da nicht, höre die Kirche, sondern die Volksversammlung, die Gemeinschaft, die Gemeinde ist gemeint. Aber die Kirche interpretiert das natürlich gerne so, wie sie es möchte. Und meint damit ihre autoritäre Hierarchie anstatt den Körper Jesu Christi hier auf Erden, der die Gemeinde darstellt in der Bibel. Da liegt der große Unterschied. Also, wenn man die Bibel richtig versteht,
dann kann man direkt das stärkste Argument, ja, haben wir ja gehört, dass hier die römisch-katholische Kirche dieses als ihr stärkstes Argument anführt, Kapitel 18, Vers 17 aus Matthäus, kann man direkt die römisch-katholische Kirche der Polemik und der Lüge überführen. Die Worte an sich scheinen beim ersten Anblick Unterwerfung unter die Kirche in Glaubenssachen einzuprägen. Ja, auf den ersten Blick. Wenn wir aber den ganzen Zusammenhang der Stelle beachten, und deswegen sage ich auch, man darf niemals einen Vers isoliert aus der Bibel nehmen, so erkennen wir, dass sie einen zwischen zwei Gliedern der Kirche ausgebrochenen Streit voraussetzt und die Schlichtung desselben der Entscheidung der Kirche, das heißt der Gemeinde, wie auch Luther übrigens richtig in seiner Bibel übersetzt, anheimstellt. Falls nämlich der beleidigende Teil es verschmähen sollte, auf die Vorstellung des Beleidigten zu hören. Und das ist ganz etwas anderes als die unbedingte Unterwerfung unseres Urteils in Glaubenssachen an die Hierarchie der römisch-katholischen antichristlichen Kirche. Der gesunde Menschenverstand lehrt jedermann, dass es zwischen der geschriebenen und mündlichen Auffassung eines Gegenstandes keine Ausgleichung gibt, die, was den Grad des Vertrauens betrifft, über beide gesetzt werden könnte. Ein Versuch der Art führt zu nichts anderem als beständigen Ergänzungen, Veränderungen oder Entstellungen des geschriebenen Wortes. Und der Vermittlung eines solchen ungenauen, schwankenden und zweifelvollen Prozesses sollte Gott der Herr die Heilswahrheiten anheimgegeben haben? Das ist unmöglich. War es nicht vielmehr gerade die Hauptabsicht Christi und seiner Apostel, durch schriftliche Abfassung ihre Lehre den Schwankungen der mündlichen Überlieferung zu entziehen? Hat nicht Paulus gesagt, und wenn jemand kommt, und sei es ein Engel, der lehrt euch ein anderes Evangelium als das, was wir euch gelehrt haben, so glaubt es nicht? Warum wurden denn die ganzen Briefe aufgeschrieben? Warum lesen wir denn nicht von irgendwelchen Predigten, die Paulus in Synagogen gehalten hat? Sondern warum lesen wir von Briefen, die er damals an die Gemeinden geschrieben hat? Schriftlich ist es festgehalten, um eben der mündlichen Überlieferung deutlich zu zeigen, dass sie nicht so viel zählt wie das, was in der Schrift festgehalten wurde. Ja? War es nicht vielmehr gerade die Hauptabsicht Christi und natürlich seiner Apostel, die ja seine Arbeit im Fleisch fortgesetzt haben, nachdem er in den Himmel aufgestiegen ist, durch schriftliche Abfassung ihre Lehre den Schwankungen der mündlichen Überlieferungen zu entziehen? Werden nicht an unzähligen Stellen gerade diese Überlieferungen, sobald sie als Quellen des Glaubens sich geltend machen wollen, nachdrücklich und ausführlich verworfen, dagegen die Erforschung heiliger Schriften aufs Bestimmteste anempfohlen? Außerdem, wie kommt gerade die römische Kirche zu der Entscheidung über diesen und jenen Punkt der heiliger Schrift? Tritt sie nicht mit sich selbst in Widerspruch, da sie in einem Atem das Urteil des Einzelnen über die heilige Schrift verbietet und doch selbst in Anspruch nimmt? Nach dem Motto, das Individuum kann die Schrift nicht beurteilen. Aber wenn das Individuum ein Papst ist, dann hat das Individuum recht. Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Tritt sie nicht mit sich selbst in Widerspruch, da sie in einem Atem das Urteil des Einzelnen über die Heilige Schrift verbietet und doch bei dem Papst, der ja auch ein Einzelnes es für sich selbst in Anspruch nimmt? Zweitens aber fragen die Romanisten: Ihr empfangt die Bibel von der Kirche, welche mit ihrem Ansehen auch die Glaubwürdigkeit und Echtheit der heiligen Bücher verbürgt. Wir gestehen der Kirche, das heißt der allgemeinen Kirche, nicht ausschließlich der römischen, unbedingt zu, ein Hauptzeuge für die Glaubwürdigkeit und Echtheit der heiligen Schriften zu sein, weil wir durch sie dieselbe übernommen haben. Aber eine gänzlich andere Frage ist es, ob sie die einzige und unfehlbare Auslegerin der Schrift sei.
Also, ich finde hier schon mal einen ganz wichtigen Teil in diesem ersten Satz. Und diesen ersten Satz können wir vielleicht nächste Woche, wenn wir uns hier nochmal hinsetzen, nochmal ein wenig intensiver besprechen. Es sagen die Romanisten, ihr empfangt die Bibel von der Kirche, welche mit ihrem Ansehen auch die Glaubwürdigkeit und Echtheit der heiligen Bücher verbirgt. Also mit anderen Worten, hat die römisch-katholische Kirche uns die Bibel gegeben? Das sagen die Romanisten. Ihr empfangt von der Kirche die heiligen Bücher. Das steht hier in diesem Satz. Das sagen die Romanisten. Die Romanisten behaupten also, wir haben die Bibel, wir haben das wahre Wort Gottes von ihr, von der römisch-katholischen Kirche bekommen. Ist das wahr? Ja, für die Auflösung dieser Frage vertröste ich euch aufs nächste Mal, auf nächste Lesung. Denn da habe ich einige Dinge zu sagen. Und von daher möchte ich es mit dieser Lesung heute hier beschließen. Wir haben ein paar sehr interessante Seiten gelesen und ich glaube, wir haben alle etwas beigelehrt und vor allen Dingen haben wir eins beigelehrt oder zugelehrt und das ist, dass in diesem Buch ganz, ganz deutlich wird, dass wenn man sich entscheiden muss, ob man dem unfehlbaren Wort Gottes der Bibel glaubt oder ob man der Überlieferung des Menschen glaubt, dass dann die Entscheidung die ist, die unser Verstand trifft. Und unser Verstand wird gelenkt von einem Geist. Wird der Verstand gelenkt von dem Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, so wie Jesus in Kapitel 16 von Johannes uns verspricht, dann lässt das keinen anderen Schluss zu, als dass wir die Bibel als äußerste Autorität akzeptieren. Wenn wir aber einem anderen Geist anheimfallen, dann lesen wir wahrscheinlich eine korrupte Bibel, die sich selber nicht erklärt. Brauchen wir die Erklärung der römisch-katholischen Kirche, verlieren wir uns in apokryphischen Schriften, die nicht inspiriert sind, und sind wir dem Teufel auf den Leim gegangen. Ein Tipp, den ich geben kann, dass wir dem Teufel nicht auf den Leim gehen, ist, selbst täglich unsere Bibel zu lesen. Von daher, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.